Der Piesberg liegt 188 Meter über dem Meeresspiegel und befindet sich im Norden der Stadt Osnabrück in Niedersachsen. Die Nutzung als Steinbruch prägte das Landschaftsbild stark. Der einst größte Steinbruch Mitteleuropas wird heute nur noch teilweise als solcher genutzt. Sandstein wird hier abgebaut. Ehemalige Teile des Abbaugebietes waren bis 2004 Mülldeponien und werden nun abgedeckt und renaturiert. Die Westseite des Berges wird seit 1990 als Windpark genutzt und gehört zu den ältesten Windkraftstandorten auf dem deutschen Festland. Besonders in den letzten Jahren wurde der Piesberg mehr und mehr zum Naherholungsgebiet. Wanderwege und Aussichtsplattformen sowie Infotafeln machen die Gegend zu einem beliebten Ausflugsziel. Im Norden des Tagebaus befindet sich der Stüweschacht. Er war neben dem Haseschacht einer der Schächte der Zeche Piesberg, wo bis 1898 und später auch im Zweiten Weltkrieg Steinkohle abgebaut wurde. Er war 210 Meter tief und wurde 1873 begonnen. 1876 brachte jedoch ein erster Wassereinbruch jegliche Arbeiten zum Erliegen. Der nächste folgte 1893. Dabei kamen 9 Bergleute ums Leben. Am 18. Juni 1898 wurde die Stilllegung der Zeche beschlossen. Der Haseschacht wurde ab 1985 restauriert, in ihm befindet sich heute das Museum Industriekultur. Der Stüweschacht verfiel zunächst und die Natur begann sich das alte Gemäuer zurückzuholen. Seit Februar 2018 wird das Gebäude restauriert. Dies bedarf mehrerer Bauabschnitte und vieler Sponsoren, die sich jedoch schnell fanden, um dem Stüweschacht nun wieder eine Zukunft zu ermöglichen.